Also das Unternehmen Kalbacher ist spezialisiert für Winterdienstgeräte, für den Einsatz, sei es von Gehwegen bis hin für Flughäfen, Schneeräumung und auch mittlerweile für Eisenbahnbereiche. Wir stehen jetzt vor einer Hochgeschwindigkeitsfrischleuder, speziell für den Einsatz für Start- und Landebahnen auf Flughäfen. Diese Maschine ist mit 1450 PS ausgestattet, hat also eine irrsinnige hohe Leistung, hohe Räumgeschwindigkeiten, um eben wirklich kurze Räumzeiten zu ermöglichen. Die Maschine ist auch mit einer Rückfahrkamera ausgestattet, um auch wirklich diesen ganzen Rundumblick auf den sensiblen Bereich Flughafen zu haben. Es gibt natürlich auch eine sehr einfache zu bedienende Bedienoberfläche für den Fahrer, da ja auch die Fahrer, die muss man sich vorstellen, mit sehr Funkgeräten konfrontiert sind, mit widrigen Sichtverhältnissen etc. Und dadurch muss man auch versuchen, die Maschine so einfach wie möglich zu gestalten für die Bedienung für den Fahrer. Des Weiteren natürlich hat die Maschine sehr hohe Kapazitäten, Räumkapazitäten vorzuweisen. Und das ist natürlich auch wiederum sehr wichtig, weil man kann sich vorstellen, auf so Flugflächen ja sehr viele Quadratmetern an Schnee zu bewältigen sind. Wir sehen jetzt hier den rückwärtigen Bereich der Maschine. Das ist auch eine ganz spezielle technische Lösung. Wir haben rückwärtig zwei Motoren angebracht, sprich der Fahrmotor wird von der Fahrerkabine entfernt und auch heckseitig montiert. Des Weiteren ist dann noch der Hauptmotor zu sehen, der mit 900 PS ausgestattet ist und eigentlich nur für das Schleuderrad mit 900 PS zuständig ist. Und dadurch erreichen wir auch diese Räumkapazitäten, Schleuderleistungen aufgrund dieser hohen PS-Anzahl. Natürlich auch sehr gute Lichtqualitäten. Erstens mal, um gut gesehen zu werden, aber auch gute Sicht zu haben. Da haben wir spezielle Strahler eingesetzt, natürlich auch Rundumleuchten, die auch diesen Vorschriften auf Flughäfen entsprechen. Das ist eine sogenannte Frässchleuder, genannt KFS 1250, ist also auch für Flughäfen konzipiert, speziell zur Verladung des Schnees. Das heißt, es gibt auch Zonen auf Flughäfen, wo der Schnee verladen werden muss auf großen Containerfahrzeugen und dann auf Sonderdeponien abgelegt wird. Und da geht es natürlich auch um die Räumgeschwindigkeit, um die Räumleistung. Das heißt, wir haben also auch diesen Kopf, diesen Frässchleuderkopf, so konzipiert, dass er auf diesen LKW passend zu diesem Schleuderkopf KFS 170 passt bzw. auswechselbar ist. Das ist also ein spezieller Verladekamin, um bei großen Containerfahrzeugen, die ja weit über 4 Meter dann Bordwände haben, noch den Schnee reinzuschmeißen. Und damit zusätzlich auch wird noch eine Videokamera installiert, dass der Fahrer auch dann sieht, wo er den Schnee deponiert. Das ist jetzt eine Bürsten-Sprühkombination, auch für Flughäfen, meistens für Vorfelder gedacht. Und da geht es eigentlich darum, dass man in einem Arbeitsgang frontseitig einen Schneepflug montiert hat, rückseitig die Kehrbürste mit einer Sprüheinrichtung in Kombination verwendet. Und das spart natürlich Zeit und Geld. Ja, wir haben da einen Tank, wie wir es halt hier vorfinden, mit 2000 Liter Flüssigkeit-Tanks montiert. Parallel dazu wird diese Ausbringung über einen Streuteller ermöglicht. Diese Streuteller hat die Möglichkeit auch von 2 Meter bis 8 Meter Breite zu erreichen, Streubreite zu erreichen. Also das lässt sich ganz einfach montieren. Das wird heckseitig an einen Schlepper, an eine Dreipunktvorrichtung montiert. So eine Montage nimmt maximal 5 Minuten in Anspruch. Also wir werden auch diese Kehrmaschine vergrößern, verbreitern. Das heißt, wir finden momentan 3,50 Meter Kehrbreite vor und in den nächsten Wochen wird dann der Prototyp erscheinen mit 4,80 Meter Kehrräumbreite.